Jo, und damit ein herzliches Willkommen, der zweite Versprecher, zwei Folgen. Herzliches Willkommen zu Superstars HD. Und wir starten direkt rein in ein... Ja, ein extrem hartes Match. Der High Flyer aus Mexiko, Sin Cara, trifft auf den Intercontinental Champion Goldust. Ja, das ist auch heute unser einziges Match. Nach diesem Match gibt es noch eine Vertragsunterzeichnung für das willkommene Show Main Event. Mr. Black, Entschuldigung, The King wird höchstwahrscheinlich den Vertrag unterschreiben, dass er in der nächsten Show Main Event auf The Legend Killer in einem World Heavyweight Championship Match trifft, und wir gehen stark davon aus, dass er das annimmt. Jetzt, Sikara kommt schon angelaufen, Uppercut, und er ist in der Ecke, und da kriegt der Dritte. Gegen den Kopf von Goldust, der Intercontinental Champion. Sein guter Freund Booker T hat den Titel ja verloren, den US Title. Schade war es, aber natürlich immerhin auch gut für Daniel Bryan. Schöner. Au, wow. Goldust, der kann gegen Sin Cara wenig machen, denn er ist noch nie auf Sin Cara getroffen, und damit ist Sin Cara ein Superstar, der hineinrollt. 1, 2. Wow. Umgedreht von Goldust. Ist ein Superstar, der mit Sin Cara nicht fertig werden kann. Oder was heißt nicht fertig werden kann? Natürlich kann er das fertig werden, aber er ist halt auf diesen Superstar, diesen Art von Superstar noch nie getroffen. Und das war eine extrem harte Powerbomb von Sin Cara. Und jetzt soll auch sein Submission Finisher folgen. Der kommt auch gut durch, der kommt gut durch. Goldust ist nicht in Richtung der Seile, aber jetzt geht er. Das ist ein Kampf. Goldust, der kriecht. Aber Sin Cara, boah, das wird ein knappes Ding, Jungs. Das wird ein knappes Ding. Und Goldust muss letztendlich nach einer langen Zeit im Submission-Griff abklopfen. Und ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, wenn es ein Intercontinental Championship-Match gibt. Sin Cara gegen Goldust by Over the Limit. Jetzt gehen wir zur Vertragsunterzeichnung. Ich bin gespannt, ob The King die Herausforderung von The Legend Killer akzeptiert beim Main Event. Ja oder nein? Stone Cold Steve Austin betrachtet es und er unterschreibt. Jetzt muss nur noch The Legend Killer unterschreiben, und dann geht's um den Titel des World Heavyweight Champion bei Main Event. Ja, und damit ist es amtlich. Stone Cold sagt es auch nochmal, damit ist es amtlich. In der nächsten Folge beim Main Event treffen die beiden aufeinander. Und ich verabschiede mich in diesem Sinne. Sag bis zum nächsten Mal. Ciao.